Der unbefristete Streik bei der Post ist seit Montag endlich zu Ende. Allerdings steht man nach 52 Tagen Streik nun vor organisatorischen Problemen. Die Frage ist, wie schnell kommt die Masse an Briefen jetzt zu ihren Empfängern? Bislang läuft es schleppend. Viele Haushalte haben auch heute wieder in leere Briefkästen geschaut. Auch bei Radio Arabella blieb der Kasten leer. Wir haben bei der Post nachgefragt. Man arbeitet unter Hochdruck daran, die Briefe auszutragen. Die Post geht davon aus, dass in den nächsten Tagen wieder alles normal läuft.